weil sonst wird dann die Luft hier knapp. Ishwan Sabo, Sie haben ein Buch verfilmt, das von einer Namensvetterin geschrieben wurde. Nun haben Sie mir vorher gesagt, Sabo ist somit der häufigste Name, den es in Ungarn gibt, und Ihr Name würde sich als Stefan Schneider übersetzen. Wie haben Sie sich dennoch gefühlt, als Sie das Buch zum ersten Mal gelesen haben? Haben Sie gedacht, ja, das ist ein Filmstoff für mich? Nein, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich nicht zu der Idee gekommen, dass ich davon einen Film machen soll. Ich lese gerne, weil ich gehöre zu meiner älteren Generation, die noch lesen können. Und aber lese ich nicht so, dass ich unbedingt also einen Filmstoff lese. Dann später habe ich mehrere Gespräche mit Magda Sabo, die hat mir gesagt, es wäre schön, ein Film machen von einem Buch von ihr. Und sie hat eine andere Idee gehabt. Sie wollte ein anderes Buch zu verfilmen. Aber dann kam ein Produzent, ein junger Mann, der diese Idee gehabt hat, das hinter der Tür zu verfilmen. Und es hat mir wirklich glücklich gemacht, weil es war eine Möglichkeit, ein sogenanntes Kammerspiel zu machen, was ich in den letzten Zeiten immer machen wollte. Es war eine Möglichkeit für mich, Gesichter zu zeigen. Also, wenn Sie mir erlauben, ein kleines bisschen länger zu sein, ich habe mir gefragt, warum Film? Was hat Film etwas Außergewöhnliches, was andere Künste nicht können, was man mit anderen Künsten man nicht ausdrücken kann, was man mit Wörtern oder mit Farben oder sogar mit Tönen man nicht ausdrücken kann. Weil wenn sowas ich nicht finden kann, dann wozu Filme zu machen? Wenn Film nur eine Mischung ist, ein Cocktail von Theater und Literatur und Musik und Tanz und weiß ich nicht, dann wozu zu machen? Dann besser entweder schreiben oder Theater machen oder malen oder egal. Also ich habe mir gefragt, was ist etwas Außergewöhnliches, was ist unikal in Filmen? Und habe ich für mich nur eine einzige Sache gefunden, was man nur auf dem Leinwand zeigen kann. Und es ist ein lebendiges menschliches Gesicht mit Emotionen, die gerade von uns geboren sind, oder Emotionen, die vor uns sich ändern, oder Gedanken, die gerade vor unsere Augen geboren sind oder sich ändern. Also ein Gesicht, ein lebendiges Gesicht, nicht ein gemaltes Gesicht von Rembrandt oder Tiziano oder weiß ich nicht, sondern ein lebendiges Gesicht. Und das ist die einzige, weil alles andere ist zu malen, zu beschreiben oder sogar auf der Bühne zu spielen. Aber diese Intimität, was man mit dem Kamera erreichen kann, wenn man ganz in der Nähe steht, wo man sehen kann, wie die Augen etwas ausdrücken, was man ins Theater nicht sehen kann. Ja, also vielleicht einige Leute, die auf der ersten Reihe sitzen, vielleicht merken etwas, aber anderen, die nach dem 10. oder sogar auf dem 2. Stock sitzen, die haben keine Ahnung davon. Aber diese fantastische Intimität von großer Aufnahme, das ist für mich Film. Und deshalb sind die Schauspieler so wichtig für die Zuschauer.
Ich schätze natürlich Regisseure und Kameraleute auch, weil ich bin selber Regisseur und ich weiß, wie großartige Menschen die Regisseure sind. Aber traurigerweise, die Zuschauer interessieren sich an die Schauspieler, die identifizieren sich mit dem Gefühlen von Schauspieler. Warum ist es so? Und warum sind einige Schauspieler in einige Zeiten so wichtig für die Zuschauer? Warum war Greta Garbo so wichtig in die 30er Jahre? Warum wurde dann Marlene Dietrich so wichtig? Und nach dem Krieg, warum war so wichtig Marilyn Monroe? Und was ist geschehen, dass eine solche bubenhafte junge Frau mit kurzen Haaren und Blue Jeans und T-Shirt so wichtig geworden ist wie Jane Fonda? Und was ist geschehen mit der Welt, dass einfach eine Frau mit Maschinengewehr, ich denke an Faye Dunaway, so wichtig geworden ist? Was ist mit der Welt, dass man nach allen 10 oder 12 Jahren die Zuschauer ein neues Gesicht brauchen, die etwas ausdrückt? Also Schauspieler, Gesicht. Ich dachte, das ist eine Geschichte, wo ich mit 2, 3 gute Gesichtern oder begabte oder Gesichter etwas erzählen kann. Und deshalb war ich so froh, als ich diese Möglichkeit, dieses Angebot bekommen habe. Es tut mir leid, das war zu lang. Nein, das war wunderbar. Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Gesichtern, bevor wir auf die einzige Szene kommen, wo eben Gesichter keine Rolle mehr spielen und die auch kein Kammerspiel mehr ist, diese wunderbare Rückblende. Helen Mirren haben Sie, wie auch immer, gefunden, sich ausgesucht. Sie haben eine Königin in eine Magd verwandelt, eben weil sie das Königliche doch noch beibehalten konnte. Wann kam Helen Mirren dazu? Wie hat sich das Projekt entwickelt? Als ich diese Möglichkeit bekommen habe, ich habe nachgedacht, wer kann diese fantastische Figur also vor dem Kamera zum Leben bringen? Ja, wer hat diese Ausstrahlung? Wer hat diese königliche Kraft? Ich habe auf erster Stelle an griechische Damen gedacht, wie die ehemalige Kultusministerin von Griechenland. Ich denke an Melina Mercouri. Also solche Frauen. Aber natürlich, sie war nicht im Leben mehr und die anderen waren auch tot, und dann habe ich gedacht, ja, diese Kraft, diese unmögliche Energie, diese Ausstrahlung hat die Helen Mirren. Und warum nicht zu zeigen, dass in Ungarn es ist so einfach, von einer Königin ganz schnell ein Hausmeisterin zu schaffen. Es geht mit der ungarischen Geschichte wahnsinnig schnell, sogar über Nacht, ja? Dann können wir vielleicht vor dem Kamera auch. Verzeihung für die schlimme Scherz. Also Helen hat unser Drehbuch gelesen, hat sie es gemocht. Dann habe ich den Buch an Helen gegeben und dann dachte sie, ja, ich möchte es machen, ich mache es gerne. Was hatte das für eine Auswirkung auf die Produktion? Hatten Sie zu dem Zeitpunkt, als Helen Mirren einstieg, schon alle Mittel zusammen, oder konnten Sie dann mit diesem Star-Vehikel, neu anfangen? Nee, also Helen Mirren ist eine Schauspielerin, die fängt nicht an zu reden, ohne eine Produktion nicht auf Beine gestellt ist. Also die wissen, ja, sie sind Profis, solche Schauspieler. Also es geht nicht so, dass, ja, gnädige Frau, ich habe hier 3 Seiten und wenn Sie zusagen, dann vielleicht kriege ich jetzt was Geld. Nein, das geht nicht so. Nein, es war schon fest. Und stand dann Martina Gedeck auch direkt als Partnerin schon fest, oder wie kam das? Nein, sie kam später. Und das war für Sie auch die Wunschbesetzung, oder war das etwas schwieriger?
Nein, überhaupt nicht. Die Martina Gerdeck ist auf erster Stelle ein sehr, sehr gute Schauspielerin, eine fantastische Schauspielerin. Und auf zweiter Stelle, sie ist, wie soll ich sagen, sie ist so gebildet und so intelligent. Vor dem Dreharbeit, wir hatten ein dreitägiges Gespräch mit Helen Mirren, Martina Gerdeck und ich in ein Hotelzimmer. 3 Tage lang haben wir durch den Drehbuch fast über alle Wörter gesprochen. Warum sagt sie das? Warum antwortet sie so? Was bedeuten die Wörter? Ja, was ist, also jeder Wort ist wie ein Eisberg, ja? Und, aber ist, man sieht nur die Spitze. Man sagt etwas. Guten Tag. Warum sage ich es? Warum so? Und so weiter. Also wir hatten ein langes Gespräch gehabt und die Martina hat die Sachen so analysiert, dass manchmal ich habe ein Gefühl, ich schäme mich so, weil ich bin nicht zu der Idee gekommen. Das dürfen die Damen nicht erfahren. Sie haben das Drehbuch geschrieben auf Ungarisch oder direkt auf Englisch? Nee, auf Ungarisch. Und an der Übersetzung, wie ist es zustande gekommen? Haben Sie mitgearbeitet an der Übersetzung? Ja. Hatten die Schauspieler selbst noch eine Möglichkeit, in die Dialoge einzugreifen? Die Schauspieler, wie soll ich es sagen, also in die Filme, die ich inszeniert habe, haben die Schauspieler immer das Recht, bei den Dialogen reinzureden. Und ich versuche es zu erklären, warum. Jeder hat eine eigene Sprache und sind Wörter, die einfach zu einem Menschen nicht passen, die Schwierigkeiten hat oder der Schwierigkeiten hat, einige Wörter einfach auszusprechen, dann muss man ein bisschen ändern. Und dann es ist schon mir oft vorgekommen, dass die Schauspieler fragen mir, warum sage ich dieses Wort? Warum sage ich diesen Satz? Ich erkläre es. Aha. Ich verstehe es. Ich kann es spielen. Ich brauche diesen Satz überhaupt nicht. Wie meinen Sie es? So. Und zeigt etwas. Und wenn es stimmt, wir können sofort den Satz vergessen. Oder umgekehrt. Was möchten Sie mit diesem Satz? Das und das. Was Sie möchten, das kann ich mit diesem Satz nicht ausdrücken. Warum nicht? Weil, wenn ich es so sage, das hat eine andere Bedeutung, wenn so, das hat diese Bedeutung. Also, was Sie möchten, dazu brauche ich etwas anderes. Was brauchen Sie? Und dann finden wir einen Satz, was ähnlich ist. Natürlich, beim Shakespeare oder beim Tschechow oder bei Ibsen, es ist anders. Weil die Wörter von Shakespeare oder Ibsen oder Tschechow sind fantastisch. Manchmal muss man ändern. Die Wörter von Magda Szabo sind nicht so fantastisch. Doch, die Wörter von Magda sind auch fantastisch, aber manchmal funktionieren nur beim Lesen. Und beim Lesen, es ist völlig anders wie beim Sagen, beim Spielen. Ja? Hat das eine Rolle gespielt, dass sie sich nicht mehr einmischen konnte in den Prozess, in die Drehbucharbeit, oder hätten Sie sie gerne dabei gehabt? Ja, sie war eine wunderbare, liebevolle Frau und es ist wirklich schade, dass sie es nicht erlebt hat. Und sie ist früher gestorben. Die Dreharbeiten haben jetzt ausnahmsweise, möchte man fast sagen, nicht in Budapest stattgefunden, sondern in Deutschland, in Köln zum großen Teil und in Weimar. Wie war das für Sie, nicht in Ihrer Heimatstadt zu drehen? Also es ist nicht das erste Mal, dass ich Teil von einem Film, also in Deutschland oder in Österreich oder in England gemacht habe. Es ist in unserem Beruf fast normal. Als ich erstmal in meinem Leben in Deutschland gedreht habe, es war bei Mephisto,
dann habe ich bei dem zweiten, dritten Drehtag schon einen Schock gehabt, weil, wie soll ich es sagen, ich kann nicht so arbeiten, dass ich immer unter einem Druck stehe, ja, weil es ist einfach unmöglich, man dreht täglich Minimum 10 oder 12 Stunden pro Tag, also kann man nicht 12 Stunden lang so auf etwas konzentrieren. Also ich konzentriere beim Aufnahme, ich konzentriere beim Proben und dann ich mache Scherzen. Ich versuche locker zu sein und ich versuche meine Kollegen auch irgendwie locker zu halten, weil es ist einfach unmöglich, immer ja Intention zu leben. Und ich mache immer Scherzen. Und als ich in Deutschland ersten Mal, es war vor fast vor 30 Jahren bei Mephisto 1980, boah, 30 Jahren, 32 Jahren, erlebt habe, dass meine Scherzen überhaupt nicht funktionieren in Deutschland. Sogar die deutschen Kollegen schauen mich an und meinen, von wo ist dieser Mensch und was möchte er von uns, ja? Dann habe ich langsam versucht, aufhören mit meinen Scherzen und habe ich versucht, so, mich so ernst zu zeigen, wie es möglich ist. Das war wahnsinnig schwierig. Und was ich noch gelernt habe, dass ich mit meinen ungarischen Kollegen auch nicht Ungarisch sprechen darf. Ja, weil dann Künstler sind so empfindlich und Filmemacher auch, sogar Requisiteuren auch und alle. Und die meinen, dass wenn wir Ungarisch sprechen miteinander, die meinen, dass wir irgendwie reden über ihn. Aber also wir haben aufgehört, auf Ungarisch zu reden. Und das habe ich gelernt. Die zwei Sachen habe ich gelernt, ohne Scherzen zu arbeiten. Und wenn es möglich ist, aufhören mit dem ungarischen Plaudereien. Das ist, und alles andere ist, begabte Menschen sind begabt überall. Also ich meine die Kollegen. Und wenn die begabt sind, dann die sind, dann hatten die Energie, etwas Schönes zu machen. Die wollen etwas Schönes zu machen. Und bravo. Die Drehorte leiten sich wahrscheinlich auch von der Finanzierung ab. Ja, also es gab 64% deutsches Geld. Das heißt, das ist so ein bisschen gebunden an die Ausgabe wiederum im Land. Ja, nicht nur deutsches, sondern europäische Geld, also Eurimage und Mediaprogramm und so weiter. Also mehr als 63% kam aus Ausland, besser gesagt, und so haben wir uns gedacht, dass wir also in Köln drehen. Alles, was Sie jetzt gesehen haben, alle die große Wohnung-Szenen, also alles, wir nennen es Soundstage, also alle Studiosachen, haben wir in Köln gemacht. Sie sind wahrscheinlich der populärste, berühmteste ungarische Filmemacher, Regisseur. Wie auch immer. Das sagt nichts. Das sagt insofern oder das fragt insofern, wie ist die Situation für den ungarischen Film in Ungarn und könnten Sie problemlos Stoffe, die Sie gerne entwickeln wollen, auch in Ungarn entwickeln? Schauen Sie. Seit ich angefangen habe, Filme zu machen, ist eine große Änderung zustande gekommen in Europa. Damals waren für die Zuschauer die europäischen Gesichter wichtig. Ja? Also Mastroianni und Alain Delon und Belmondo und Gerard Philippe und natürlich fantastische Damen aus England, aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland waren sehr, sehr wichtig für die Zuschauer. Nennen Sie mir jetzt ein einziger europäischer Schauspieler.
die wichtig ist für die Zuschauer. Vielleicht Depardieu, weil es ist zu sehen, dass er ist von unten gekommen und hat sich irgendwie und Helen Mirren, oder? Alan Mirren, die englischen Schauspieler sind anders. Alan Mirren ist halb amerikanisch, obwohl sie ist Russin, wie Sie es wissen. Als sie geboren ist, hieß Jelena Mironova. Natürlich schon in England geboren von russischen Emigranten. Sie ist Russin, aber trotzdem, sie lebt zwischen Amerika und England und sie ist eine berühmte englische Theaterschauspielerin und das ist eine andere Situation. Nochmal die Frage zu der Situation in der ungarischen Filmlandschaft. Wie schwierig ist es überhaupt, in Ungarn Filme zu machen heute? Wahnsinnig schwierig. Ja, früher, wir konnten sogenannte Kunstfilme zu machen, also jetzt hieß es Arthouse-Film, ja, also zum Beispiel solche Filme zu machen. Jetzt ist es schwierig geworden in ganzen Europa, ja. Das Filmkunst ist ein Teil des Filmwirtschaft geworden und dann langsam das ganze Filmwirtschaft ist ein Teil des Unterhaltung Geschäft geworden und Film hat jetzt und besonders Kunstfilm hat jetzt eine so enge Einbahnstraße und auf diesen Straße ist ein wahnsinnig großer Verkehr und es ist sehr, sehr schwer jetzt Mittel zu finden für ein solcher Film. Es ist einfach, vielleicht ist nicht so einfach. Es ist vielleicht in Deutschland geht noch, in Frankreich dank an Jacques Lang, der ehemalige Kultusminister, der eine fantastische Idee gehabt hat, vor 20 Jahren nach jeder, also Kinokarten 11% abschneiden und zurück zu dem Film Wirtschaft zu führen. Das bedeutet, die Franzosen, die haben noch heute ziemlich viel Geld für Spielfilme. Und in Deutschland, es geht noch, weil sie denken an Kultur, Gott sei Dank, noch. Aber in den anderen europäischen Ländern, es ist sehr, sehr schwierig. Und Ungarn gehört zu den anderen europäischen Ländern. Ist es klar genug oder soll ich noch tiefer gehen? Sie können gerne noch tiefer gehen, aber ich glaube, es ist relativ verständlich. Kommen wir nochmal zurück zu dem Film selbst, Hinter der Tür. Ich habe es gerade schon angedeutet, die Szene, die mich wirklich stark beeindruckt hat, ist diese Rückblende, wo das Vieh abtransportiert wird und mit dem Vieh das geliebte Kalb, Viola. Das ist natürlich eine Szene von hochsymbolischer Kraft. Die Judentransporte schimmern dadurch. Die Schlachtszene am Ende, härter geht es kaum. Hat sich diese Szene mit dem Wunsch, ein Kammerspiel zu machen, entwickelt, um zu sagen, wenn ich ausbreche aus dem Kammerspiel, dann habe ich für so eine Szene doppelt so viel Kraft? Ich habe nicht so solche Gedanken gehabt. Ich wusste, dass für diesen Erzählung, für diesen große Aufnahme von Helen Mirren, wo sie uns in ein neues Geheimnis reinführt. Wir brauchen die Erinnerungsszenen, wir brauchen einige Bilder, aber so kurz und so dicht, wie es möglich ist. Das war meine Gedanken, nicht anders. Und die Dichte in den Gesichtern wiederholt sich dann in der Dichte dieser Rückblende. Wie meinen Sie es, pardon? Na, die Intensität, die in dieser Szene steckt, in dieser Rückblende, die finden wir vorher in den einzelnen Gesichtsausdrücken, in der Mimik, in der Gestik der Schauspielerin. Ja, wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, ich bin, wie soll ich sagen, möchte ich keine dummen Scherzen machen, aber ich bin ein Filmemacher, ich bin nicht so intellektuell, ja. Also ich kann,
Ich möchte meine Filme nicht analysieren. Ich denke, analysiere die Filme von anderen. Sogar ich rede gerne über die Filme von anderen, aber über meine Filme habe ich immer Probleme, so tief reinzugehen, weil wahrscheinlich ich habe völlig andere Gedanken manchmal. Ja. Ich habe noch eine Frage zu der Zeit, in der der Film spielt. Das heißt am Anfang in den 60ern. Das ist 60er Jahre, ja. Und Magda Szabo hat 1978 den Kossuth-Preis gekriegt, also wären das 18 Jahre, die dieser Film umfasst. Naja, wir haben es nicht so ernst genommen. Ja, die Zeitsachen, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es spielt in das sogenannte Gulasch-kommunistischen Zeit. Das bedeutet, sind einige Zeilen, aber die Sachen gehen so locker manchmal. Und wo man fühlt oder wo die Zuschauer fühlen sollen, dass es nicht so einfach ist. Es ist zu sehen zum Beispiel bei dem Gespräch nach dem Telefonat des Kultusministers, ja, wo der Ehemann fragt sofort, was soll es sein und sei vorsichtig. Ja, die Vorsicht spielt ja immer wieder eine Rolle. Also Magda Szabo hatte Publikationsverbot bis 1959, jetzt da setzt der Film ein, darf sie wieder schreiben, darf auch wieder publizieren, aber immer wieder ist diese Vorsicht, sag nicht zu viel, sei still, schweige lieber, diese ganze Angst vor der Zensur ist immer noch da. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Zeit, als sie hinter der Tür geschrieben hat, hat sie wirkliche Probleme mit dem Zensur. Vielleicht früher schon. Sie war Lehrerin, sogar sie war die Literaturlehrerin von meiner Frau, also in der Grundschule. Also wir konnten Magda Szabo schon vor früher. Und sogar der Ehemann von Magda Szabo war der Universität Professor. Und meine Frau studierte bei der Mann von Magda Szabo auch. Also wir konnten ihm sehr, ich glaube nicht, dass sie unter Zensur lebte in dieser Zeit. Eher in der Zeit der 60er Jahre, wo das Publikationsverbot zwar aufgehoben war, aber sie trotzdem Vorsicht walten ließ. Jeder sollte eine gewisse Vorsicht zu haben. Also wahrscheinlich, sie wissen nicht, was sie, wie soll ich mich höflich ausdrücken, sie in diesem Teil in Europa, sie wissen nicht genau, wo liegen die Unterschiede zwischen Zensur und Selbstzensur. Und manchmal Zensur ist nicht so schlimm und nicht so stark wie Selbstzensur. Also Selbstzensur lebte weiter. Selbstzensur ist etwas, was man sogar bis heute fühlt. Also wenn ich über eine Grenze gehe, heute, 20 Jahre nach dem Wende, wenn ich über eine Grenze gehe, dann denke ich immer nach, ist alles in Ordnung? Ja, obwohl es ist schon 20 Jahre her. Also Selbstzensur ist manchmal wichtiger. Ich glaube, nach den 60er Jahren, nach dem sogenannten Liberalisierung, 63, nach der Liberalisierung, Zensur war nicht so schlimm und nicht so deutlich. Aber jeder wusste, wo liegen die Wände, wie weit darf man gehen. Aber die Wände, die waren bei jeder anderswo, weil die waren in die eigenen Herz oder in die eigenen Angst oder in die eigenen Erfahrung oder in die eigenen Schwierigkeiten. Also es ist komplizierter, wie man sagt,
darüber darf man nicht schreiben. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, das habe ich schon erzählt, ich glaube schon, aber ich erzähle es trotzdem wieder. Ich habe einmal einen Film gemacht und dieser Film hatte eine Premiere in Cannes. Und bei dem Cannes Film Festival sind immer solche riesen Pressekonferenzen und sind immer hunderte Journalisten und Fernsehleute und Fotografen und so weiter. Und bei diesen Pressekonferenz hat mir jemand gefragt, ob Zensur existiert in Ungarn oder nicht. Und natürlich, unser Film fing an mit ein Zensurnummer, ja? Die erste Tafel war Zensurnummer, erlaubt von und ein Nummer. Und dann habe ich gesagt, verzeihen Sie, wahrscheinlich Sie waren bei dem Anfang des Filmes nicht dabei, weil man sieht ein Nummer, das ist die Zensurnummer. Wie kann ich es Ihnen sagen, dass bei uns Zensur nicht existiert? Und dann habe ich etwas über unsere Zensur gesprochen. Und nach der Pressekonferenz hat jemand von den Ungarn mir gefragt, ob ich wirklich ganz verrückt geworden bin oder nicht. Ich habe über Zensur gesprochen, vielleicht werde ich Schwierigkeiten haben bei meinem nächsten Film. Ich dachte, ich habe nichts gesagt, was nicht stimmt, und dachte ich, wir können es vergessen. 2 Wochen später habe ich einen Anruf bekommen von der Leiter der Filmhauptverwaltung, also der Zensor, dass er möchte mit mir sprechen. Okay, bin ich hingegangen. Er war ein alter Herr, ein solcher alter ehemaliger Kommunist, der wirklich mehrere Sprachen sprach. Als ich reinkam, sah ich die französische Tageszeitungen auf dem Tisch und dachte ich, aha, es geht um meine Interviews und um Zensur. Und er hat gesagt, ja, ich habe gerade die Interviews gelesen in Le Monde und in Figaro, was sie in Cannes gegeben haben. Und sie haben über Zensur auch gesprochen. Also muss ich Ihnen sagen, Sie sind mutig. Sie sind mutig, ja. Aber darf ich Sie etwas bitten? Ja. Bitte. Wenn Sie nächsten Mal eine solche Möglichkeit haben, vor so wichtigen Journalisten zu sprechen, können Sie ruhig mutiger sein. Zeigen Sie, dass unsere Künstler wie mutig sind. Und ich war raus. Was bedeutet das? Ja? Also, Selbstzensur ist manchmal wichtiger und gefährlicher. Vorsicht. Eine Frage noch von mir, dann öffne ich das Ganze. Hinter der Tür ist ja nicht nur der Titel, sondern auch das große Rätsel dieses Films oder das große Geheimnis. Es gibt viele kleine Geheimnisse noch nebendran, aber man fragt sich die ganze Zeit, was ist wohl hinter dieser Tür? Und irgendwann öffnet sich diese Tür auch für uns, für das Publikum, und wir sehen 9 kleine possierliche Katzen, die aus den Ecken und hinter dem Sofa hervorkommen, um ihr Abendessen einzunehmen. Das heißt, in der Übersetzung, jetzt mache ich wieder was Sie nicht gerne mögen, ich interpretiere Ihren Film, das Geheimnis ist am Ende... Sie dürfen interpretieren, ich darf. Also, das Geheimnis ist am Ende immer banal. Das Ende ist immer einfach. Nur die Erfahrungen, die hinter ein solches Ende sind, die sind kompliziert. Diese Frau hat solche Sachen erlebt. Und diese Frau hat so gelernt und so stark gelernt, dass sie keine Vertrauen haben kann, darf, wenn sie in Ruhe leben möchte, dass es schwierig ist, die Türen zu öffnen. Aber ehrlich gesagt, wenn man eine Beziehung aufbaut mit jemandem,
Es ist sehr, sehr schwierig, die Türen zu öffnen. Es ist sehr, sehr schwierig, hinter Verdacht und hinter Hass und hinter verschiedene Gefühle bis Liebe zu landen. Und solche Gefühle sind sehr zerbrechlich und darüber geht es. Und nicht nur über 7 oder 9 Katzen oder ein Hund oder über solche Sachen. Ich denke, es gibt viele Fragen noch. Ich würde Sie jetzt bitten oder Ihnen die Möglichkeit geben, diese zu stellen, was immer Ihnen auf der Seele liegt. Innerhalb einer halben Stunde ungefähr. Bitte schön. Es freut mich sehr, dass meine Kollegen, meine ungarischen Schauspielerfreunde so gute Synchronisation gemacht haben. Bitte. Wie euch steht, Kivanok? Sigmund Regina Norgibner. Ich bin in Budapest mit einer ungarischen Filmemacherin liiert. Diese hat mich heute hierher geschickt nach Frankfurt. Ich möge diese Gelegenheit wahrnehmen. Und wenn es mir gestattet ist, möchte ich aus meiner Frankfurter Sicht auf den Film Ihnen eine Frage stellen. Heute wurde der neue Präsident gewählt in Ungarn. Ich weiß nicht. Und wer ist der neue Präsident, wenn Sie so? Na, der Mitbegründer von Fidesz. Ja. Na, ich weiß nicht, wie viele. Was für eine Überraschung. Ich weiß nicht, wie viele Zimmergenossen der Herr Orban noch hatte zu seinen Studienzeiten. Aber was ich hier aus Frankfurter Sicht, aus meiner Sicht sehe, ist eine unglaubliche Vetternwirtschaft in Ungarn. Ich sehe, wie die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert. Ich sehe, wie es zu einer Autokratie kommt. Aber auch, was mit den Minderheiten geschieht, diese Ausgrenzung gegenüber Roma, Juden, Homosexuellen, Ausländern, um selber das völkische Denken zu etablieren. Meine Frage ist, will der ungarische Film und vielleicht, wenn ja, was kann der ungarische Film tun, um eine solche Entwicklung, wie wir sie in den 30er Jahren hatten, zu stoppen. Danke. Ich glaube nicht daran, dass man mit einem Film Politik beeinflussen kann. Vielleicht ein kleines bisschen da, aber wesentlich nicht. Es ist natürlich schön, wenn Filmemacher das Mut haben, über Sachen zu sprechen, die wichtig sind, sagen wir, in ein Land, wo die Filme machen. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen in dem Buch von Magda Szabo, und das ist, was wir in diesem Film auch zeigen wollten, ist die Frage, wie darf man in ein Leben von einem anderen Menschen reinreden? Wie darf man versuchen, einen anderen Menschen beeinflussen, ob es möglich ist oder nicht, ob es erlaubt ist oder nicht. Wir in Ungarn, und nicht nur wir in Ungarn, sondern fast überall in Mitteleuropa, sogar in Deutschland auch, die ältere Generation hat erfahren und wir erfahren noch, wie ist es, unter Einfluss von einer Ideologien zu leben. Was bedeutet, wenn wir, und es ist in Ungarn seit 100 Jahren so, immer ein Ideologien herrscht und ein Ideologien versucht, sogar im Privatleben
reinreden und die Menschen zu beeinflussen. Das ist eine der größten Fragen in dieser Geschichte auch. Zwei Menschen, die zwei unterschiedliche Weltblick haben, versuchen einander beeinflussen. Geht das oder geht es nicht? Es ist jetzt eine wichtige Frage in Ungarn auch. Darüber haben wir gesprochen. Ein anderer Kollege hat über die Zigeunerprobleme einen Film gemacht. Das war in Berlin, bei dem Berlinale gezeigt, sogar ein Preis bekommen dafür. Natürlich, die Filmemacher versuchen, Filme zu machen über die Probleme, aber ich glaube nicht daran, dass die Filmemacher oder die Filme gut genug sind, Politik zu ändern. Was Filmemacher machen können, Sachen zu unterstützen, Menschen zu verführen in eine bestimmte Richtung, was nicht wirklich gut ist. Ich denke an Leni Riefenstahls Triumph des Willens, ein fantastisch begabter, fast genialer Filmemacher, die es geschafft hat, Filme zu machen und eine Ideologie zu unterstützen. Es ist möglich. Und kann ich auch russische Filmemacher erwähnen, die sogar genialer Filmemacher zu erwähnen, die es gemacht haben. Wir haben schon Erfahrungen und wir sind vorsichtiger. Was bedeutet diese Frage? Vielleicht können Sie ein bisschen mehr sagen? Na, ich habe gerade zugehört, wie Sie sagten, naja gut, die Aufgabe des Filmemachers oder die Möglichkeit seiner Wirkung beschränkt sich letzten Endes nur auf eine unterstützende. In den 60er Jahren, denke ich, haben Filmemacher schon, und Sie ja auch, sozusagen sich selbst als Teil der Verändernden oder die Veränderung hervorrufenden, ich sage jetzt nicht Avantgarde, aber auch der politischen Bewegungen sich verstanden. Also viel aktiver, als Sie es eben geschildert haben. Was die Einflussmöglichkeiten. Wenn ich heute wirklich ehrlich sein kann, natürlich, es ist heute einfacher wie damals, dann muss ich Ihnen sagen, dass wir haben nur die Filme gemacht, die erlaubt waren. Es stimmt, dass in die 60er Jahre die ungarischen Filmemacher, die haben fantastische Filme gemacht, die die Ideologie des Regimes analysiert und sogar kritisiert haben. Aber es war erlaubt, weil die ungarische Kulturpolitik hat damals gedacht, und ich wusste es damals nicht, ich war dann damals 25, 26, aber jetzt weiß ich schon, dass die ungarische Kulturpolitik damals wusste, wenn die erlauben, solche Filme zu machen, dann durch die Filme werden überall auf der ganzen Welt meinen, ja, Ungarn ist ein liberales Land geworden, weil in Ungarn ist erlaubt, die ideologische Sache zu kritisieren. Natürlich, wir wussten in den 60er Jahren genau, wo sind die Wände, was gehört zum Tabu. Also wir dürften nie, und Sie können mir nie einen Film zeigen, was zum Beispiel die Sowjetunion kritisiert. Weil wir wussten, es geht nicht. Aber wir dürften kritisieren das ungarische regierende Partei, weil es erlaubt war, sogar manchmal ein kleines bisschen gewünscht war. Gegen die Stalinisten. Weil in die 60er Jahre die junge Leute, also ich meine an Janusz Kadar und alle anderen, die,
die sogar da gehörten, waren gegen die Stalinisten. Sogar die hatten ganz große Schwierigkeiten während der Stalinzeit. Also es war nicht nur erlaubt, sogar gewünscht. Also wenn ich heute zurückblicke, dann muss ich sagen, es war keine große Mut. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass heute das schwieriger ist, kritische Filme zu machen? Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich nicht sagen. Heute ist es nicht so wichtig für die Politik, was die Künstler sagen. Heute ist überhaupt nicht wichtig. Nicht nur in Ungarn nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig, was die Künstler sagen. Es ist jetzt eine technische Welt. Es geht um Geschäft. Naja, die Künstler sagen, was sie wollen. Stimmt es? Ja. Produzenten, ob ich da den Namen Jerzy Menzel entdeckt habe. Es ist schade, dass Sie es nicht gesehen haben, weil ich habe es gesehen. Ich habe es auch gesehen und ich war überrascht und es ist auf diesem ja sehr eindrucksvollen Abspann ein Name unter sehr vielen und Jerzy Menzel war ja mal eine sehr wichtige Figur im neuen europäischen Film. Und ist das eine Verbeugung István Szabós vor einem großen Kollegen, der heute möglicherweise selber keine Chance mehr hat, Filme machen zu können? Ehrlich gesagt, das ist eine mehr einfache Sache. Jerzy und ich, wir haben dasselbe Geburtstag. Und seit wir es entdeckt haben, seit 20 Jahren vielleicht, wir feiern zusammen immer und wir sind sehr, sehr gute Freunde. Und wenn ich einen Film mache, dann ruft mich der Jerzy an und wenn es erfährt, dann ruft mich an und fragt, was wird meine Rolle in deinem Film? Dann muss ich immer etwas ausdachen, weil Jerzy möchte zum Drehen kommen und eine kleine Rolle zu spielen. Das habe ich bei meinem vorletzten Film auch gemacht und er wollte, dass ich bei der Szene auch dabei bin. Natürlich habe ich es gemacht, weil Jerzy wollte es so. Aber bei dem Schnittarbeit, ich liebe überhaupt nicht schlechte schauspielerische Leistungen. Ich habe mich einfach rausgeschnitten. Jerzy war böse und jetzt hat er gesagt, ja, ich möchte kommen, ich möchte dabei sein, aber du möchtest in derselben Bild dabei sein, wo ich vor dem Kamera stehe. Du musst vor Filme machen. Er wusste, was man nicht rausschneiden kann. Und so haben wir das gemacht. Es ist mehr Scherz als Philosophie, Ideologie und so weiter. Es ist einfach Freundschaft. Noch weitere Fragen? Ja. Ich finde schade, dass wir nicht in das Interpretieren reinkommen. Das haben Sie ja auch schon erfolglos probiert, aber ich muss trotzdem nochmal in den Film zurückgehen. Und ich fand, die eindrucksvollsten Szenen für mich waren tatsächlich diese schreckliche Enttäuschung, die man zweimal spürt, natürlich in der Rückblende auch, aber die Enttäuschung, dass diese Tochter nicht kommt, die Enttäuschung, dass sie betrogen wird und am Schluss irgendwo dieses Vergeben in irgendeiner Form. Also mich hat das sehr beeindruckt. Ich würde mal Ihre Sicht da gerne drauf hören. Aber ich habe noch eine zweite Frage, wenn Sie die Frage nicht beantworten möchten. Wie ist der Film in Ungarn angenommen worden und was macht diesen Film so populär oder so erfolgreich in Ungarn als Kunstfilm? Also das Film läuft in Ungarn sehr, sehr gut. In 9. Woche läuft in derselben Kinos und das ist einfach außergewöhnlich gut.
Und wir haben ein ganz große Zuschauerzahl, also nicht vergleichen mit amerikanischen Blockbuster-Films, aber also mit solchen Kunstfilmen, es ist wirklich fantastisch. Ich glaube, die Zuschauer lieben Magda Szabos Bücher sehr und wahrscheinlich, die wollten wissen, wie sieht es auch aus auf dem Leinwand. Und wahrscheinlich Helen Mirren hat auch einen guten Namen in Ungarn. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären, warum läuft ein Film so gut. Aber es läuft Gott sei Dank sehr gut. Nein. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich denke nicht an meine Filme. Ja? Vergessen wir meine Filme. Aber wenn es um andere Filme geht, ich kann Ihnen ganz genau sagen, welche Film ist gut und welche nicht. Ich bin seit 50 Jahren in diesem Beruf. Ich bin ziemlich gut in Filmgeschichte. Das, wenn Sie wollen, Sie können es prüfen. Ich weiß genau, welche Film ist gut oder welche Film ist nicht gut. Aber ob zwischen die Filme, die ich fantastisch finde, welche wird Erfolg und welche nicht, davon habe ich keine Ahnung. Und manchmal sind ganz großartige Filme, geniale Filme, Fahrrad, Bicycle Thief, wie heißt das auf Deutsch? Fahrraddiebe, ja? Ein genialer Film. Ein ganz großartiger Film. Ein der schönsten Filme, ein Himalaya des Filmgeschichte. Und war ein Flop. Und nur später, nach Jahren, ist langsam ein Erfolg gewonnen und hat seine Stelle gefunden. Und kann ich Ihnen, und sind Filme, die überhaupt nicht gut sind und haben Riesenerfolge. Also es ist nicht zu beurteilen. Also ich kann darüber überhaupt nichts sagen. Ich habe keine Ahnung. Es sind Sachen, die manchmal in Luft sind. Und wenn ein Film trifft mit diesen etwas in der Luft, wenn ein guter Film trifft mit diesen etwas in der Luft, dann wird ein Erfolg. Und wenn nicht, dann nicht. Zufälligerweise in Ungarn, ich kann nur über Ungarn sprechen, Gott sei Dank, dieser Film scheint so, dass es trifft mit etwas. Aber mit was, davon habe ich jetzt noch keine Ahnung. Aber vielleicht in einem Jahr, ich werde es erfahren, ich werde es wissen. Jetzt weiß ich nicht. Es tut mir leid. Wollen Sie noch was sagen zu dem Moment der Enttäuschung, was der Herr wissen wollte? Nein, ich finde... Nein, ich finde, es ist eine Entwicklung von Magda auch, dass sie versteht, was Liebe bedeutet. Und sie hat, und die Martina Gedeck machte so wunderschön eine große Aufnahme am Ende des Gesprächs mit Eva Grossmann. Sag mir, wie ist es? Sie hat die geliebt und hat dich gerettet und ich habe ihn geliebt und habe ich getötet. Wie ist es? Ja, und das ist die Frage. Wie ist es? Es sind so viele Leute und ich bin felsenfest überzeugt davon, dass vielleicht hier in diesem Zuschauerraum sind auch Leute, die schon erfahren haben, was bedeutet es, wenn die wissen, ich muss jemandem helfen, aber sie oder er erlaubt nicht. Es passiert in jeder Familie einmal, zweimal, dass man hat schlechte Gewissen und versucht zu helfen, aber kann nicht, weil es ist nicht erlaubt von der anderen Seite. Wie ist es? Wie können wir uns einmischen von einem anderen Menschenleben? Weiß ich nicht. Es ist immer eine der größten Fragen, was wir erleben in unserem Leben,
wenn wir nicht allein stehen wie ein Felsen. Wenn wir mit anderen Menschen zusammenleben, dann erleben wir immer, was können wir machen, wie können wir helfen und können wir helfen. Erlaubt uns zu helfen, wird es nicht schlecht. Was können wir raten und so weiter. Das sind die Fragen. Und ich glaube, das ist, was Magda, also die Schriftstellerin, erlebt. Und das ist und dafür ist die letzte Szene. Ja, was können wir machen? Verzeih uns. Dieses Mikrofon ist leider aus. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank, Ishwan Sabo, für die wunderbaren Auskünfte. Erstmal. Kommen Sie bald wieder.